Herzlich willkommen zu Senkrecht Starte, deinem YouTube-Channel für alles über Raumfahrt. Ich bin Mo und heute geht es um das erste deutsche Raketen-Startup. Jahrzehnte vor SpaceX. Viel Spaß! SpaceX, SpaceX, SpaceX. Ja, SpaceX ist etwas gelungen, was keiner privaten Firma vorher gelungen ist. Der Start einer Nutzlast in einen Erdorbit mit einer selbstentwickelten Flüssigtreibstoffrakete. Aber sie waren nicht das erste Raketen-Startup. Sie waren noch nicht mal die ersten, denen der Start einer privatwirtschaftlich entwickelten Rakete in einen Orbit gelungen ist. Das war nämlich die Pegasus im Jahr 1990. Die wurde zwar mit Feststofftriebwerken angetrieben und war ein Airlauncher, also eine Rakete, die von einem Flugzeug abgeworfen wurde, aber sie war die erste privat entwickelte Rakete, die einen Satelliten in einen Orbit transportierte. Über Airlauncher muss ich auch unbedingt noch ein Video machen. Da gibt es auch tatsächlich Bestrebungen zu in Deutschland. Aber wusstest du, dass es viel früher ein Raketen-Startup aus Deutschland gab? Ja, in der Folge heute erzähle ich dir die unglaubliche Geschichte von der deutschen OTRAG. Wie immer bei mir findest du Quellen in den eckigen Klammern, wenn du weiter in das Thema einsteigen möchtest. Ein revolutionäres Raketenkonzept, Privatjets, Champagner, Diktatoren, 100.000 Quadratkilometer Testgelände, ein Starbase-Vorläufer mitten im Dschungel, Steuervermeidung im ganz großen Stil, eine Privatinsel und ein von Adolf Hitler gemaltes Bild. Es gibt Geschichten, die kann man sich nicht besser ausdenken. Heute erzähle ich dir die unglaubliche Geschichte der OTRAG. Wenn dir das Thema heute gefällt, lass dem Video gerne ein Like da und wenn du neu auf Senkrechtstarter bist und keine Folge über Weltraumtechnik verpassen möchtest, abonniere gerne meinen Channel, denn hier gibt es ja jeden Montag eine neue Folge von Senkrechtstarter. Und wenn dir gefällt, was ich hier mache und du dir mehr solcher Videos wünschst, freue ich mich riesig, wenn du den Channel durch eine Patreon-Mitgliedschaft unterstützt. Vielleicht erinnerst du dich ja noch, dass ich in meinem Video über die deutsche Raketen-Startup-Szene gesagt habe, dass mich das Clustern, also das Verbinden von mehreren standardisierten Triebwerkseinheiten bei High Impulse, an ein Konzept aus den 70ern erinnert hat. Im Detail hat High Impulse nicht viel mit OTRAG gemein und auch die Antriebstechnologie ist eine komplett andere. Die grundlegende Idee der 1975 gegründeten Orbital Transport und Raketenaktiengesellschaft, kurz OTRAG, war es, einen auf sein Wesentliches konzentrierten Antriebszylinder zu entwickeln, der dann in Paketen Orbitalflüge ermöglichen sollte. Es gab sogar Konzepte für massive Treppenpyramiden mit zig Tonnen an Nutzlast. Zu der OTRAG kann ich einen Dokumentarfilm sehr empfehlen. Fly Rocket Fly ist ein unglaublicher Ritt durch die bewegte Geschichte von OTRAG und ihrem charismatischen, aber ebenso exzentrischen Gründer Lutz Kayser. Wie exzentrisch der war, kann man vielleicht an diesem Foto mit der entblößten Brust erahnen. In den Armen hält Kayser hier ein Modell einer sehr großen Trägerrakete mit dem Konzept der OTRAG. Die Grundidee war für die damalige Zeit revolutionär. Diese Standardzylinder sollten mit Mitteln der Automobilindustrie industriell in Masse gefertigt werden, um den Startpreis der damaligen Zeit um den Faktor 10 günstiger zu machen. Interessanterweise setzte auch OTRAG und Lutz Kayser damals schon auf Edelstahl als Industriematerial. Dass SpaceX bei der Entwicklung des Starships von CFK auf Edelstahl umgeschwenkt ist, sollte allgemein bekannt sein. Witzigerweise sorgte die Entscheidung von SpaceX vor nicht allzu langer Zeit für viel Skepsis in der Szene. Mittlerweile fragt man sich fast, wer denn noch auf Oldschool-Faserverbund oder sogar auf Aluminiumlegierung setzt. Und gerade erst ist durchs Web getingelt, dass Blue Origin wohl seine New Glenn auch aus Edelstahl bauen möchte. Elon Musk hat seinem Rivalen Jeff Bezos ja schon bei anderen Dingen bei Twitter vorgeworfen, eine Copycat zu sein. Abseits von den nicht immer sehr erwachsenen Tweets von Elon Musk hat man schon ein bisschen das Gefühl, es ist wie das Rennen mit dem Hasen und dem Igel. Der Igel ist immer schon da. Aber ich schweife ab. Ich wollte dir ja von der OTRAG und den Standardzylindern erzählen. Grundkonzept war wie gesagt, dass jeder dieser Edelstahlzylinder gleich aufgebaut werden sollte. Eine Vielzahl dieser Zylinder zusammen bildete dann jeweils eine Stufe. Das sollte aber über ein paar wenige baugleiche Booster, wie wir das zum Beispiel von der Soyuz kennen, hinausgehen. Für eine Rakete mit bis zu 10 Tonnen Nutzlast in einen Leo sollten 1024 dieser Zylinder in mehreren Stufen zusammengefasst werden. Je nach Anwendungsfall hätte man, so zumindest die Idee, flexibel mit der Modulanzahl eine passende Rakete gehabt. Die meisten Entwürfe sahen quadratische oder zumindest rechteckige Anordnungen der Antriebselemente vor. Bei größeren Raketen wäre man auf eine Hexagonalanordnung gewechselt. Dabei sollte die Technik so einfach wie möglich sein und so weit wie möglich aus Teilen von der Stange oder aus Eigenentwicklung aufgebaut werden. Ursprünglich wurden sogar Bosch Scheibenwischermotoren zur Ventilsteuerung verbaut. Dieses Low-Cost-Konzept kommt dir bekannt vor? Ja, mir auch. Vieles davon war auch die Philosophie von SpaceX hinter der Falcon 1. Jetzt muss man sagen, dass OTRAG meiner Meinung nach noch viel radikaler die Rakete neu gedacht hat als SpaceX. Jetzt nicht falsch verstehen, der Fokus auf die Wiederverwendung von SpaceX ist genial und ich bin wirklich davon überzeugt, dass alle großen Raumfahrtprogramme, die jetzt nicht aus dem Quark kommen, in der Bedeutungslosigkeit verschwinden werden. Aber was das Vereinfachen angeht, war OTRAG nochmal auf einem anderen Level unterwegs als SpaceX. Die Falcon 1 ist von ihrem Grundkonzept dann doch eher eine Standard-Kleinträgerrakete gewesen.
Vielleicht mal ein paar Beispiele, was OTRAG anders machen wollte. Das fing beim Treibstoff an. Dieser sollte aus Kostengründen aus gewöhnlichem Kerosin oder Heizöl bestehen. Auch wurde auf eine Turbopumpe verzichtet und die Treibstoffförderung erfolgte ausschließlich mit Druckluft. Dabei waren die Treibstofftanks jeweils nur teilbefüllt und oberhalb des Flüssigkeitsspiegels herrschte beim Start ein Druck von 40 Bar. Durch die Volumenvergrößerung innerhalb der Tanks bei deren Entleerung fiel der Druck bis auf 15 Bar ab. Die Düsen verfügten über keine extra Kühlung und bestanden aus sehr günstigem Material, das sich dann im Betrieb zersetzte. Dieser Abbrand der Düse über die Brenndauer war mit einkalkuliert. Die Steuerung sollte durch das An- und Abregeln einzelner Triebwerkszylinder an den Außenseiten der Cluster erfolgen. Als Oxidator wurde kein kryogener Sauerstoff eingesetzt, sondern Salpetersäure. Das mag erstmal cool klingen, aber viele dieser Designmerkmale führen zu einem eher bescheidenen spezifischen Impuls. Der Standardantriebszylinder sollte aus 8 3 Meter langen, 27 cm breiten Rohrstücken bestehen und auf eine Gesamtlänge von 24 Meter kommen. Später bezeichnete Lutz Kaiser diese Einheiten mit CRPU, Common Rocket Propulsion Unit. In diesen CRPUs waren dann jeweils von oben nach unten erst der Tank für die Salpetersäure, dann der Tank für das Kerosin und dann ein Zylinderelement, das die Steuerung und die Batterie enthielt. Zuunterst dann natürlich die Brennkammer und Lavaldüse. Die Abmessung des Triebwerks war durch die Zylinderabmessung limitiert. Das Triebwerk bestand aus einem Epoxid-Asbestverbund und wog 65 Kilo. Ein 24 Meter hohes CRPU, also die einfachste Bauform eines Antriebselements, wog leer 153 Kilo. Voll betankt mit 1508 Kilo, ziemlich genau 10-mal so viel. Für erste suborbitale Testflüge wurden aber deutlich kleinere Raketen gebaut als diese 24 Meter Baulänge. Die Testraketen mit 6 Meter und 12 Meter Länge hatten aber auch die 27 cm Rohrstücke als Basis. Die technischen Informationen, die man zur OTRAG bekommt, sind alle etwas mit Vorsicht zu genießen. Wenn dich Details zu der von OTRAG eingesetzten Technik mehr interessieren, empfehle ich dir den Blog von Bernd Leitenberger. Er hatte offenbar noch die Möglichkeit, Informationen direkt von Lutz Kaiser zu bekommen. Aber auch er kommt zu dem Schluss, dass viele der von OTRAG oder Lutz Kaiser veröffentlichten Daten nicht plausibel sind. Wenn wir bei Lutz Kaiser sind. Viele der OTRAG-Mitarbeiter und Lutz Kaiser selbst kamen aus dem Dunstkreis der TU Stuttgart, wo auch Lutz Kaiser Luft- und Raumfahrttechnik studiert hatte. Unter anderem bei Eugen Senger. Das ist ein Pionier in der Luft- und Raumfahrttechnik. Noch vor Ariane-Zeit 1971 finanzierte der Bund ein Forschungsvorhaben, das kostengünstige alternative Konzepte zur Europarakete erarbeiten sollte. Die Europarakete, muss man wissen, war ein Projekt mehrerer europäischer Länder, das letztendlich nach mehreren Fehlschlägen eingestellt wurde. Eines der Alternativkonzepte, das durch das Forschungsvorhaben unterstützt wurde, entwickelte die von Lutz Kaiser gegründete Technologieforschungs GmbH. Als sich das Interesse des Bundes trotz Achtungserfolge und unzähliger Triebwerkstests auf eine europäische Trägerrakete konzentrierte, beschloss Lutz Kaiser, seine Rakete privatwirtschaftlich zu entwickeln. Über die Gründung einer Aktiengesellschaft und der damit verbundenen Ausgabe von Anteilsscheinen an stille Gesellschafter wurde er schlagartig Millionär. Der Trick? Er schätzte sein Know-how auf 150 Millionen D-Mark und verkaufte es an die OTRAG. 20 Millionen D-Mark wurden dann direkt bei Vertragsabschluss fällig. Für den Rest gab Lutz Kaiser der OTRAG großzügig Kredit. Das gefiel auch dem Geschäftsführer der OTRAG, das war nämlich Lutz Kaiser selbst. Jetzt fragt man sich natürlich schon, wer denn in den 70er Jahren zig Millionen in ein hochspekulatives Raketen-Startup steckt. Ja, der Trick war, dass nach damaligen Steuergesetzgebung Anteilseigner fast 300% der Verluste, die die OTRAG machte, steuerlich geltend machen konnten. Dementsprechend hatten die Investoren gar nicht unbedingt ein Interesse daran, dass es ein funktionierendes Geschäftsmodell gab. Es war einfach eine gute Art, Steuern zu vermeiden. So gelang es der OTRAG auch in wenigen Monaten von etwa 1600 deutschen Aktionären 173 Millionen D-Mark einzusammeln. Erst Jahre später wurde der OTRAG eine Gewinnerzielungsabsicht abgesprochen und dieses Steuerschlupfloch geschlossen. Lutz Kaiser lebte von seinem privaten Vermögen und wohl auch durch ein üppiges OTRAG-Gehalt ein Jetsetter-Leben mit Privatjets, Rolls-Royce, Champagner und entsprechender Gesellschaft. Die Entwicklung in Deutschland musste dann aus einer Vielzahl von Gründen eingestellt werden. Starts aus Deutschland schienen ohnehin ausgeschlossen. Aber auch politisch war das Thema deutsche Raketen, gerade einmal 20 Jahre nachdem deutsche Raketen Bomben nach England getragen haben, extrem heikel. Es wird auch davon gesprochen, dass man keine Konkurrenz zur Ariane wollte. Über einen Boxpromoter, der kurz vorher Rumble in the Jungle mit Muhammad Ali in Zaire ausgerichtet hatte, kam Lutz Kaiser dann auf Zaire. Heute ist das die Demokratische Republik Kongo. Zaire war mit seiner Lage direkt am Äquator für Raketenstarts geografisch prädestiniert für orbitale Raketenstarts. Nach Gesprächen mit dem damaligen Staatschef Mobutu pachtete die OTRAG in Zaire ein Gebiet von 100.000 Quadratkilometer. Der Vertrag galt bis ins Jahr 2000 und sollte unkündbar sein. 100.000 Quadratkilometer. Zum Vergleich, Bayern hat gerade einmal 70.000 Quadratkilometer. Also eine unfassbar große Fläche und gleich dazu mit Rechten wie Polizeigewalt, die eher an Kolonialherren erinnern.
Auf einem Tafelberg 1300 Meter über Normal Null mitten im Dschungel sollte so eine Art Starbase entstehen. Dafür wurde eine Flugpiste planiert und Unterkünfte und Werkstätten gebaut. Es wurde sogar extra eine Fluggesellschaft gegründet, um Personal und Material anzufliegen. Während die ersten beiden Starts von Shabba North einigermaßen geplant die Prototypen auf 12 Kilometer, das war 1977, beziehungsweise 9 Kilometer, das war 1978, schossen, war der dritte Start am 5. Juni 1978 im Beisein von Mabuto und einer Pressedelegation für die OTRAG ein PR-Super-GAU. Kurz nach dem Start kam der Prototyp vom Kurs ab und stürzte in eine benachbarte Schlucht. Kurz darauf kündigte Mabuto den eigentlich unkündbaren Vertrag mit der OTRAG. Zwar konnte man noch in Ruhe abbauen, aber ja, es sollten keine Starts mehr erfolgen. Es gibt mehrere Theorien, was dem ursprünglich der OTRAG wohlgestimmten Mabuto plötzlich die Meinung änderte. Ja, eine gängige Theorie ist politischer Druck aus Frankreich, Deutschland und den USA. Noch vor der endgültigen Abreise aus Zaire kam es zu einem tragischen Bootsunfall, bei dem bei einer Spritztour 7 OTRAG-Mitarbeiter unter nicht ganz geklärten Umständen ums Leben kamen. Nach dem Rauswurf aus Zaire blieb man in Afrika und die OTRAG zog weiter nach Libyen, wo wohl eine ganze Reihe von Starts erfolgen und Kaiser mit Muammar al-Gaddafi per Du war. Lutz Kaiser wurde von Gaddafi sogar zu einem Professor an der Universität von Tripolis gemacht. Doch auch in Libyen gelang OTRAG nicht der Durchbruch und nachdem sich Gaddafi die halbe Welt zum Feind gemacht hatte, zog Lutz Kaiser auf eine kleine Insel auf den Marshall Islands, wo er seinen Lebensabend zusammen mit seiner Frau verlebte. Angeblich mit einem von Adolf Hitler gemalten Original an der Wand. Bis zu seinem Tod soll Lutz Kaiser davon überzeugt gewesen sein, dass sein Ansatz der richtige war und man mit dem OTRAG-Konzept die Preise der Falcon 9 weit unterbieten könnte. Und angeblich wollte die Firma Armadillo Aerospace Anfang der 2000er mit der Hilfe von Kaiser weiter an dem gebündelten Raketenkonzept arbeiten. Das Projekt wurde aber auf Eis gelegt. Lutz Kaiser starb im November 2017 auf seiner Insel im Pazifik. Was Lutz Kaiser zum Millionär gemacht hat, war vermutlich die Idee mit der Modularisierung, die für einen Außenstehenden als einfaches, aber vermeintlich geniales Konzept direkt zu verstehen war. Lutz Kaiser sagte selbst einmal, es wäre so ein bisschen wie mit Lego. Im Nachhinein scheint es aber der Komplexität von Raketen nicht unbedingt gerecht zu werden. Gerade die Leistungsfähigkeit der OTRAG-Raketen scheint mindestens optimistisch, wenn nicht gar unrealistisch. Auch dürfen wir nicht vergessen, dass sich die Raumfahrt massiv verändert hat. Während zu OTRAGs Zeiten die Aussage noch stimmte, dass Raketen Edelprodukte sind, die ein Vielfaches der Nutzlastkosten und nach jedem Start weggeworfen werden, hat SpaceX die Startkosten extrem gesenkt. Aber auch ich finde den Gedanken mit dem Clustern bestechend. Während man im OTRAG-Konzept nicht wirklich Skaleneffekte bei der Performance mitnimmt, wenn man die Rakete vergrößert, ist das eines der Schlüsselelemente zur Performanceverbesserung von Trägerraketen. Meiner Meinung nach ist das Konzept von High Impulse mit seiner Hybridbauform noch radikaler als das der OTRAG. Ja, es soll auch die Leistungswerte von Feststoffraketen bei viel geringeren Kosten ermöglichen. Und wir stehen vor der nächsten Evolutionsstufe. Sollte das SpaceX-Konzept zur vollständigen Wiederverwendbarkeit von Raketen zu überschaubaren Kosten aufgehen, wird es extrem schwer, im Startmarkt mit Wegwerfraketen zu bestehen. Wobei der Elon Musk ja zum Mars will. Ich bin mir sicher, dass er alle Nischen, die langfristig nicht seinem Ziel von Flügen zum Mars dienen, die wir da links liegen lassen. Großes Dankeschön geht wieder an meine Schutzengel, die mich durch eine Patreon-Mitgliedschaft unterstützen. Vielen Dank dafür, ihr macht diesen kleinen, aber feinen Nischenkanal möglich und helft Menschen, für die Raumfahrt zu begeistern. Wenn du diese und weitere Entwicklungen in der Raumfahrt nicht verpassen möchtest, abonniere gerne meinen Channel, denn hier gibt es ja jeden Montag eine neue Folge von Senkrechtstarter. Ich hoffe, die Folge heute hat dir gefallen. Wenn ja, lass mir gerne ein Like da. Bis nächste Woche, immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.